Jo, Hallöchen, wir sind zurück hier bei Warfrenz. Ich würde sagen, wir legen natürlich erstmal wieder los, machen erstmal wieder ein bisschen Action. Hier ein paar Rohgottesrohstoffe würde ich nutzen. Okay, die nutzen wir, dann gehen wir erstmal hier auf Abholen. Und dann würde ich sagen, gehen wir natürlich auch erstmal ab in den Kampf. Suchen uns hier den nächsten Gegner. Liga-Abstieg ist natürlich nicht so geil, aber naja, so sind eben. Wir nehmen natürlich erstmal alles mit und gehen dann auch erstmal hier in den Kampf. Können natürlich unsere Fahrzeuge und natürlich unsere Waffen hier aktivieren. Das werden wir auch erstmal machen. Gehen dann wie versprochen erstmal wieder zurück und gehen dann auch erstmal hier in den Kampf. Zerstöre 48 Kisten, halte 32, ein Minustreffer, Skillshots, okay, tötet, zerstört 22 feindliche Schrotflinteneinheiten. Also wie gesagt, wir haben wieder mal ein bisschen was zu tun. Wir werden hier natürlich Action machen und hoffen natürlich auf einen coolen Gegner, den wir natürlich am Ende hier auch irgendwie bezwingen können. Ich würde sagen, wir gehen in den Kampf und suchen uns hier den nächsten Gegner. Was haben wir hier? Wow, 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 wow. Okay. Leicht wird es natürlich nicht, aber mit ein bisschen Glück müssten wir eigentlich hier eventuell so ja den Sieg nach Hause holen. Wenn wir sehen, müssen wir gucken. Ich würde sagen, wir machen Action und lassen uns einfach mal überraschen, was hier am Ende dabei rauskommt. Ob wir den Sieg nach Hause holen oder ob wir dann am Ende dann doch vor den Kopf kriegen. Wie gesagt, ich bin gespannt. Von der Optik hier ist das natürlich das Level wieder mal ein bisschen anders. Sieht optisch natürlich geil aus. Von daher hoffe ich natürlich auch, dass wir hier am Ende den Sieg irgendwie nach Hause holen, als erste den. Dann würde ich sagen, schmeißen wir erstmal eine Granate. So, das ging auf jeden Fall ratzi-fazzi. Den Kollegen haben wir auf jeden Fall erstmal auseinandergerissen. Unser Scharfschütze hat am Ende alles klar gemacht. Von daher haben wir hier natürlich den nächsten Sieg. Die nächste Kohle kommt natürlich auch. Einer wird auch eingeflogen. Also von daher alles super, alles bestens. Ein Pfadfinderhut gibt es natürlich auch noch oben drauf. Dann haben wir hier noch eine VIP-Beutebox. Da gucken wir gleich mal nach. Und Spartaner-Helm. Da haben wir jetzt insgesamt 4 von 18. Cool Wert, wenn wir den natürlich schnellstmöglich uns über den Kopf ziehen könnten. Also wie gesagt, geil, wertig, würde mich freuen. Dann haben wir hier natürlich ein paar Aufträge, müssen hier natürlich noch eine ganze Menge machen, haben gerade mal eine Kiste hier geholt. Was haben wir hier für einen Feind? Den haben wir erstmal platt gemacht. Feindliche Einheiten, haben wir auch einen Überblick. Warkarten haben wir hier hoch, da könnten wir Auszeichnung, wie sieht's hier aus? Okay. Also ich glaube, war auf jeden Fall ein guter Fight für uns. Von daher bin ich damit erstmal zufrieden. Je auf Ergebnisse, je auf Fortfahren. Und dann würde ich sagen, nö, einschalten und holen, Benachrichtigung. Nein, das machen wir später. Nein, danke. Was haben wir? Ein einmaliges Angebot. Jetzt kaufen. Alter, würde ich gerne machen, aber ich habe natürlich nicht so viel Gold auf Tasche. Sonst hätte ich mir natürlich geholt. Wie gesagt, bittere Kiste. Dumm gelaufen. Ich sage erstmal nein, danke. Könnte das dann natürlich später machen. Genial. Eine Liga, du bist in einer Liga beigetreten. Okay, genial. Sagen wir erstmal gut. Okay, dann würde ich sagen, wir haben hier natürlich erstmal die nächsten Gebäude, beziehungsweise Gebäude, die nächsten Truppen upgraden. Hier müssen wir natürlich erstmal noch ein bisschen sparen. Seht ihr selbst bei 339, was so viel brauchen wir, 150 haben wir nicht, ganz die Hälfte. Dann würde ich sagen, gucken wir natürlich nach, was wir hier noch machen können, während das Teil erstmal upgraden. 16.000 kostet das. Und dann würde ich sagen, gehen wir hier erstmal auf Schließen, gehen hier erstmal wieder zurück und werden natürlich auch die nächste Waffe hier upgraden. Da würde ich fast sagen, nehmen wir die Sword. Das ist eigentlich ja nicht so verkehrt. Die können wir natürlich gut gebrauchen. Von daher würde ich sagen, Upgrade ist am Start. Und ansonsten sind wir eigentlich für heute auch erstmal wieder durch. Können hier natürlich die nächste Warkarte holen. Mehr Kevlar. Okay, nehmen wir mit. Und dann können wir hier natürlich wieder mal ein bisschen was drin feuern. Ich würde sagen, die drei hauen mal rein und werden gucken, was wir hier herstellen. In einer Stunde sind wir schlauer. Ansonsten sind wir natürlich für heute auch erstmal wieder durch. Haben alles erledigt. Also wie gesagt, ich bin zufrieden wie die Sau. Von daher würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Let's Play. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.